So, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Stream hier auf meinem Kanal. Ja, heute etwas verspätet, beziehungsweise auch für die Leute auf YouTube. Ja, für euch kommt's ja ganz normal pünktlich immer danach. Ja, heute ein bisschen verspätet. Ihr habt abgestreamt, abgestimmt und ja, der Bus-Simulator hat vor dem Gas Station Simulator knapp gewonnen und ja, dann machen wir das dann natürlich auch dementsprechend. Ja, ist natürlich schlecht, ne? So, ich hoffe, euch geht es auch soweit ganz gut. So, und die Bushaltestelle kann ausgebaut werden, dann machen wir das auch direkt. Genau, einmal hier Fahrkarten checken. Hier war doch noch einer, der gesagt hat, ne? Ja. Sehr schön. So, zwei haben wir schon direkt. Ja, wie gesagt, heute aber auch ein klein bisschen kürzer als sonst, weil wir versuchen halt immer noch unsere Zeit so zu halten. So, und Fahrplan ist natürlich auch wieder am Start. Wir müssen natürlich auch hier drauf achten, dass wir wieder nicht zu früh da sind. Sonst kriegen wir auch wieder Ärger. Das wollen wir natürlich auch vermeiden. So, schön hier den Blinker setzen. Dann hoffen wir, dass wir jetzt hier auf Gold Island unsere Stufe mal ein bisschen höher machen. So. Jo, ich weiß, dass ihr hier raus müsst. So, und wir sollen natürlich auch hier schön langsam fahren, damit die Leute auch wunderbar hier natürlich die Aussicht genießen können. Da kannst du Glück haben, ne? Dass man den Bus erwischt hat. So, einmal hier schön um die Kurve. Ja, das ist wirklich so. Das ist gar nicht so leicht, den Frühstücksspeck-Effekt hinzubekommen. Also ich selber habe Jahre dafür gebraucht. Alles klar, Gronkh. Einfach mal den Frühstücksspeck hier, ne? Also ich finde, beim nächsten Bus-Simulator soll auf jeden Fall Kalle mal dabei sein, dass der mal ein paar Lines hier einsprechen darf, bei seiner Hingabe für das Projekt. So, ey, 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 ey. Bei Samsoft. Und wir haben bald auch wieder schönen Zahltag. Und kann. Sehr schön, das heißt, dann dürfte. So, dann müssten wir doch eigentlich. Ja. Sehr schön. Sehr schön.
So, verbinde Greenwood, Gold Island und San Antonio mit mindestens einer ausgeglichenen Route und befördere 20 Fahrgäste. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir den Zahltag hier noch zu Ende und dann kümmern wir uns mal darum, weil mit dem neuen Zahltag müssen wir uns dann auch um eine neue Route kümmern, weil die Route 7 müssen wir noch mit einem Bus ausstatten. Und dann hoffe ich mal, können wir auch mal uns neue Busse kaufen. So, aber es wird nochmal Zeit für eine Fahrkartenkontrolle. Schade. Aber natürlich. Ey, jetzt sag bloß. Was ist das denn für ein Dingens hier? Jetzt kommen wir fast schon zu spät zur neuen Haltestelle hier. Ja, die ist da vorne. Entspannen Sie sich. So, und einmal alle raus hier. Jo, ciao. Jo, bestimmt ist jetzt hier nochmal ein neuer Schwarzfahrer dabei. Mann, richtig Glück hier. Komm, Oma, schneller. Neue Hüfte drin und kann laufen wie ein Weltmeister. Das ist auch klasse, ne? So, jetzt dürften wir hier unseren Zahltag einmal haben. Oh, ich bin wahrscheinlich. Oh nein. Ich bin schon wieder hier an der falschen Haltestelle gewesen. Ist mir schon mal, glaube ich, mal passiert, ne? Dass wir immer an der falschen Stelle da reingefahren sind. So. Aber ich meine, zeitmäßig ist das für uns nicht das größte Problem. So, und Zahltag und Level 18. Und 100.000. Sehr schön. Ja, Boote. So, dann machen wir einmal Folgendes. Wir machen uns einmal kurz auf zum Busdealer. Schnellreise. So, gucken wir mal, ob wir neue Busse haben. Auch ein Kraftstoffbus. Ah, auch noch ein Kraftstoffbus. Ah, sieht auch schon cool aus. Ja, die haben wir noch leider gesperrt. Steht denn hier irgendwo? Nee.
Schade, ich hätte nämlich gerne mal irgendwo stehen. Na, hier haben wir noch einen Erdgasbus. Nee. Und die Cetras. Naja, da würde ich mal sagen. Der hat ein bisschen mehr Stehplätze. Ach so, ich sehe, wir haben auch nur gerade 116.000. Nee, dann machen wir das hier alles ganz unkompliziert. So. So, einmal die Handbremse raus. Oh. Und. Och nee. Ja, den möchte ich kaufen. Ach. Es war jetzt der teure Bus, den wir gekauft haben. Let's go. Okay, war das wohl der teure? Ja, dann kaufen wir uns noch ein MAN. Und alle Türen schließen. So. Schön langsam. Sehr schön. Hiermit fahren wir einmal noch, beziehungsweise lassen uns einmal direkt zum Paint Paradise fahren. Da klatscht man noch hier ein bisschen Werbung drauf. So, mein Aussehen. Hauptfarbe blau, Akzentfarbe blau, Vollverklebungen. Erstmal keine. Oder? Ah, doch, nehmen wir mal den hier. So, dann könnt ihr jetzt die Werbung hier drauf. So, und die Innenausstattung machen wir auch mal hier so schön. 7000 haben wir noch locker über. Wie groß und schwer ich bin, was ist denn das für eine Frage? Ich bin 1,81 cm groß und wiege so ca. 88 Kilo. So. Ah, einen Moment, ich muss jetzt noch einmal hier hingehen. Und den Bus, den ich hier gerade habe, der hier, das ist Route 7. So. Route 7, Vollzeitbus. Und dann nehmen wir einmal die Route 7 und annehmen. So, wir müssen
Wo ist denn jetzt hier unsere neue? Oh, hier unten ist Greenwood. Und wie heißt es? St. Anthony. Wo ist denn St. Anthony? Ah, hier. Okay, wir haben St. Anthony. So, die Route ist perfekt ausbalanciert. So, dann würde ich aber sagen, wir haben hier noch eine, hier noch eine, hier noch eine. Hier noch eine. Und dann machen wir die beiden noch dazu. Oh, okay, dann ist es jetzt vielleicht doch ein bisschen krass, aber dann fahren wir die Route auf jeden Fall noch einmal. Danke, ich übernehme einmal. Ach Gott, hier müssen wir gar nicht hin. So, weil hier kriegen wir dann nämlich jetzt auch durch das durch das Erstellen der neuen Route müssen wir jetzt auch wieder hier neue. Oh. Tempomat rein. Dass wir jetzt hier wieder neue. Na, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen raus gerade. Neue Strecken, neue Verdienstmöglichkeiten. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass wir die Route noch mal ein bisschen anpassen sollen. Zumindest was die Reihenfolge der Haltestellen angeht. Okay, hier haben wir schon grün. Hier haben wir wieder einen neuen Busdealer, denke ich. So, Greenwood, Downtown West. Oh jo, jetzt kriege ich auch noch zu spät, außerplanmäßig, ist klar. Ja, dann Leute, tut's mir leid, aber wir müssen jetzt hier mal ein bisschen auf die Tube drücken. Zum Glück habe ich auf der Karte
Ja, dann müssen wir jetzt leider, müssen wir das einmal ertragen hier, die Musik. Ja, zu spät, ich weiß. So schlecht, dass er wieder gut war. Was ist denn los? Warum wird der Tag dann immer kranker? Okay, hier ist quasi Spielstraße. Hier müssen wir ein bisschen. So. Oh, ich hasse so enge Dinger hier. So, und neuer Zahltag. Perfekt. Oh, wieder eine Minute zu spät hier. Ja, Oma, ist mir jetzt erstmal egal. Wir müssen jetzt erstmal hier versuchen, pünktlich hier dran zu kommen. Ah, okay. Okay, und NPC-Fahrer werden diese Route mit 100%iger Effizienz fahren. So, was wir allerdings jetzt einmal nochmal hier machen, wir werden die Route jetzt nochmal ein bisschen optimieren hier. So, und zwar fangen wir hier an mit Emergency Headquarters. So, nach dem Island Inn kommt mal das Emergency Headquarter. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ändert man das? Okay, dann werden wir Folgendes machen. Wir haben 132.000. Ja, ja, klar, alles gut. Übernimm den ruhig. So, wir werden jetzt erstmal hier eine neue Route erstellen. Und zwar ist das Route Nummer 8. Da ist das ja erstmal so per se egal. Und zwar starten wir einmal hier oben. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4, 5, 6. So. So, das ist Route Nummer 6. Dann werden wir uns einmal noch... Dann würde ich sagen, machen wir noch... Oh, das ist halt hier, ist die, das ist halt der Punkt, wo es halt so ewig lang wird. Aber gut, dass wir die wahrscheinlich nicht mehr fahren müssen. Dann fahren wir einmal wieder zum Busdealer. So, wir haben 130.000, der kostet 180, der kostet 300, 380, 400, 330, 100. So, der Citaro K. So, es wird keine Testfahrt, weil den kaufen wir uns. So. Was ich mich jetzt nur gerade frage, wieso steht der Bus hier immer noch? Haben die das gepatcht? Ich weiß es nicht. Kommt vielleicht auf den Laien an, welcher teurer ist. So. Jetzt gehen wir erstmal auf die Garage. Ach ne. Erstmal hier nach oben. Schnellreise. Auch hier ein bisschen. Oh, jetzt muss ich wieder zurück. So, dann sind wir nämlich auch mal noch ein bisschen im Mercedes hier unterwegs. So, Hauptfarbe wird blau, die Akzentfarbe wird blau. Komm, fahren wir mal im Pride-Bus. Schön hier mit toller Werbung. Ah, bisschen rot, zack, 7000. Und jetzt fahren wir mal auf Route... Oh, es ist... Ah, Route 8 war es. Ja, dann ist das hier allerdings noch unser Bus Route 8. Ich glaube, so langsam haben wir das auch so gut raus. So, dann haben wir hier Vollzeitbus Mercedes Citaro K Route 8. Zack. So, Route 8. Ich glaube, hier starten wir. Ja. Einmal die Schnellreise. Und so, haben wir jetzt hier Leute? Ja. So schnell kann es gehen. Super. So, wir müssen natürlich jetzt hier erstmal ein bisschen Money machen. Moment.
So, Scheibenwischer ist an. Ja, wir haben Leute hier drin. So, und immerhin sind wir jetzt mal pünktlich hier. Okay, das Design, naja. Na klar, hier, bitte. Ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, schön hier um die Kurve. Oh, da guckt man ganz kurz auf den Chat, Andi. Und da fährt man schon fast irgendwo gegen. Ja, ich fahre immer pünktlich. Schön, dass du da bist. Oh, und die Haltestelle kann auch ausgebaut werden. Dann machen wir das auch direkt. So Leute, heute habe ich einen guten Tag. Heute wird man nicht kontrolliert. Ich will halt auf jeden Fall die Missionen alle fertig machen und die Level halt auch höher machen. Dass wir endlich die Elektrobusse mal bekommen. Was tun Bienen, wenn sie einen Treffer brauchen? Sie warten an der Reaktion der Menschen in Greenwood auf die neue Route war überwältigend. Oh, das ging schnell. Wir unser Streckennetz noch weiter. Noch weiter. Auch Jule, bei dir natürlich auch. Kaufe einen neuen Schlenkbus. Verbessere die Stufe von Greenwood auf 2. Ich habe gehört, der Schauspieler von Carlos braucht ein Stunt-Double, nachdem er sich bei den ganzen Kussszenen in die Küche verliebt. Oha. Und ganz viele Kussszenen. Ah, by the way, eine Sache, die wollte ich noch mal ganz kurz zeigen. Wir kriegen ein Achievement, wir sind ja eh außer Fahrplan mäßig, wenn wir das Ding hier oben entdecken. Ja, noch am Leben. Still Alive. Von Still Alive Studios. Okay, ich habe eine Spastik in der Hand. Soll anscheinend der Regenschirm sein, der nicht animierte. So, da haben wir uns auch noch schnell ein Achievement hier abgefrühstückt. Das war ja fast schon so krass wie das wie heißt das? Von Gas Station Simulator. Ich glaube, hier bin ich noch falsch. Ups, ja, dann mach das doch mal. So, und wir fahren jetzt Richtung Greenwood.
Ich habe übrigens heute erfahren, dass ich Standard bin. Hatten heute Unterrichtsbesuch auf der Arbeit und da wurde mir gesagt, dass ich Standard bin. Ist jetzt halt die Frage, ne, wie interpretiert man das? Dann lass es dir schmecken. Ui. Also da würde ich schon mal sagen, da hat der Bus schon mal gut aufgesetzt. Ja. Ist grün. Ja, in meiner Behandlung. Die Behandlung, die ich gezeigt habe, die war halt sehr Standard. Hat ihr anscheinend nicht so gut gepasst. Aber ich sag schon mal so, Standard ist nicht falsch. So, Kinder, dann einmal bitte die Fahrkarten. Oh. Ihr dürft doch sowas nicht im Chat schreiben. Chicken Wings und Krautsalat. Klingt nach KFC. Apple Farms Walk. Opa, langsam, leise hier. Bei mir gab es heute Melone zum Abendessen. Und hier auch wieder perfektes Timing. Hi. Es ist so viel einfacher mit dem Bus als auf einem Roller Straßenverkehr zu leben. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt immer neue, neuere Animationen, nicht Animationen, immer neue Dialoge hier reinkommen. Hi Edith, schön, dass du da bist. Willkommen hier bei Fury Tours. Es tut mir leid, wir haben ja leider ein bisschen Schmuddelwetter in Angel Shores. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir das hin. So, ich hab Vorfahrt. Ach, stimmt, ja, Mist. Ich habe ganz vergessen, das zu ändern. Hast du recht? Ach, Mist, ja. Das muss ich auf jeden Fall nachher nochmal ändern. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ja. Da hast du dir wohl verloren. So, und einmal links herum. Boah, hier geht's aber auch. Du, hier geht's hoch und runter. Also bin ich froh, dass das hier nicht animiert ist von den Schäden. Der gute Alzheimer-Kopf, ja, ist klar. Und ausgerechnet heute vergesse ich meinen Schirm. Ja, du, bei dem Wetter. Oh,
sollte vielleicht die Türe noch schließen, bevor wir fahren. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, heute auf der Arbeit ist mir was Ähnliches auch nochmal passiert. Und zwar hat dann ein Kollege gefragt, wann wir denn unseren Fortbildungs... beziehungsweise wir hatten zwei Fortbildungen, einmal eine interne im Haus und die andere für uns als Azubis. Und dann haben die halt gefragt, wann die denn sind. Und dann ich hatte eine komplett andere Uhrzeit im Kopf gehabt. Und habt ihr dann dementsprechend natürlich auch falsch weitergegeben. Uiuiui. Wir sind schon Level 21. Holy moly, Leute. Ja, wenigstens muss ich heute meine Blumen nicht essen. Ja, immerhin, ne? So, ich will unbedingt den Elektrobus. Sonntag war echt interessant, ja. Also das war auf jeden Fall ein Spiel, du. Hoppala. Aber es waren halt nur 2 Punkte. Und 2 Punkte sind nicht 3 Punkte. Aber ansonsten ist das ja, solide gewesen. Die arme Fährbedienung. Gold Island Tourist Center. So, das heißt, wir dürfen hier wieder einmal zur Golden Island fahren. Ja, da müssen wir auf jeden Fall alle in Deckung gehen hier. Das ist keine Fernbedienung, das ist eine Flugbedienung. Da verstehe ich jetzt halt nicht, warum ich jetzt hier keine Blinkerdinger bekomme. Ja, genau, Flugmodus. So sieht's aus, Jule. Na, also mal ganz kurz hier. Wir sind ein fairbedienungsfreundliches, freundliche Community hier, ja. So, jetzt mache ich nicht den Fehler und halte hier an, sondern halte auch an der Haltestelle an, wo wir auch hin müssen. Und das ist gleich da vorne. Ein Hindernis. So, weißt du was? Wir machen das hier, aber mal ein bisschen anders. So. Wir machen einmal den Warnblinker an. Oh, ich habe keinen Knopf für den Warnblinker. Ah, guck mal, das passt sogar. So. Steht das hier drauf? Nee, we live with pride, ne? Aber ja, lebe dein Leben.
So. So, dann Kinders, ne? Einmal bitte die Fahrkarten und du bitte hier von der Tür weg. Ich dachte, du steigst vorne wieder aus. Leute, träumt nicht euer Leben, sondern lebt euren Traum. Das Wort zum Dienstag. Ich liebe die Schauspieler von Spring of the Fetch. Ja, die sind klasse, ne? So, das ist ja nur die Frage. Es ist erstaunlich, ne, wie schnell die Leute auf einmal wieder laufen können. Muss ich mal mit meinen Patienten machen. Einfach mal mit dem Bus hinterherfahren. Es hat gerade geregnet. Also, sorry, aber ne, für den Spruch erstmal Fahrkartenkontrolle hier. Ja, Glück gehabt. Oh, Mr. Green? Hey, nicht frech werden hier. Statt fürs College zu lernen, habe ich den ganzen Tag in Seaview in der Sonne gelegen. Das zahlt sich aus beim Foto fürs Jahrbuch. Ja, hast ja auch Zeit nochmal zu wiederholen, mein Guter, ne? So, wir drehen wieder eine Runde. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wie der aber auch gerade losfährt. So, ich bin auch gerade am Überlegen, ob wir nicht einfach einen, ob wir unseren Gelenkbus. Ja, warte mal, das hier ist jetzt der Route 7 Bus. Ne, Route 8 Bus. Dass wir dann. Dass wir uns dann nachher nochmal eine. Also quasi für die Route hier. Hoppala. Ja, Entschuldigung, für den Bus nur übernehmen. Dass wir für die Route hier einen Gelenkbus machen. Und dann Route 9, die nur in Greenwood ist. Einen Nicht-Gelenkbus. Nehmen, also den hier. Aber erstmal sparen wir auch mal ein bisschen, dass wir uns auch mal, dass wir uns ein bisschen aufs Dingens schauen, ein bisschen aufs Konto, dass wir da mal ein bisschen höher gehen und nicht immer alles, was wir direkt ausgeben. sehe ich jetzt gerade, Triple Decker. Hätte ich jetzt auch Bock, ne, auf so einen schönen Burger, du. Ja, Seaside Valley, das waren noch Zeiten da. Da hat's mit Winter der Leidenschaft und Mountsea angefangen. Ich weiß gar nicht mal mehr, wie das im Bus Simulator 16 war. Aber ganz kurz, mein Tempomat ist an, ne? Ja, jetzt ist er an. Ach ja, falsch in Einbahnstraße gefahren. Boah, 10 Chicken Wings ist aber nicht viel. Also 10 Chicken Wings. Ist echt nicht viel. Und einmal bitte aufsetzen.
Bitte nicht den Knopf drücken. Dann kann ich ihn eigentlich von hier auch aufwecken. Mega cool. Ich kann das sogar. Ich muss gar nicht mal aufstehen dafür. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Kann ich auch Fahrkarten kontrollieren? Oh, schade. Das wäre zu cool. Das wäre zu cool. Ganz schön windig draußen. Zum Glück habe ich den Bus erwischt. Was sieht man an mir? Was aufsetzen oder was? Ja, eben. Das wollte ich auch kurz sagen. Er hat ja welche hingestellt. Alter, heute hier Völkerwanderung oder was? So, Leute, grün. Grüner wird's nicht. Nur so lange die Umwelt ernst nimmt, bis es um Profit geht. Wenn es um Profit geht, da wird nicht mehr auf die Umwelt geschaut. Ich habe meiner Katze gesagt, wie seltsam Leute aussehen, die behaupten, ihre Hunde würden sie verstecken. Ach du, so viele Chicken Wings esse ich gar nicht. Ja, ja, klar, verstehe ich, ist süß, aber wie kann sie denn bitte vorgelesen haben, wenn sie nicht lesen kann? Dann kannst du das so nicht sagen, sie hat es vorgelesen. Weil dann ist es ja nicht vorgelesen. You know? So, irgendwie habe ich auch das Gefühl, so diese Vorfahrtsschilder, die sind auch nur zu Deko hier, ne? Ah, perfektes Timing. So, machen wir einmal noch hier stichprobenartige Kontrolle. Omi. Ja, muss man ein bisschen aufhören hier. Das freut mich. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass es... Kronk, zu geil. Ach, Kronk ist so geil. Ach nein. Oh Leute, er ist wieder da. Der Ananas-Witz. Oh Leute, habt ihr es vermisst? Ich hab's vermisst. Ja, und ich schätze es, dass ihr immer irgendwelche dummen Sprüche macht hier. Ach, wieder Zahltag. Gut, mit offenen Türen kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Und wieder 133.000. Alter, heute Partnerlook. Hauptsache Partnerlook und dann noch Selfie machen. Mega cool. Oh, vergiss nicht die Absenkung, ey Leute, ganz im Ernst. Ein sehr schönes Gedicht. Allerdings sollte man doch so spät abends nicht mehr essen. Danke. Ach,
das ist unser hier, unser Route 2 Bus, ne? Sehr schön. Und ich muss auch ehrlich sagen, nach dem Update gibt es jetzt auch viel weniger Rollstuhlfahrer. Also zum Beispiel muss ich sagen, ich hatte hier jetzt keinen Rollstuhlfahrer mehr. Diese ganze Route hier, den ganzen Stream. So, zwei Stationen noch, Leute, und dann haben wir es auch schon für heute geschafft. Ja, für dich ja. Aber bei dir ist ja auch Nachzählen noch in Ordnung. Ach, guck mal, sieh einer an. Da haben wir eben noch von Rollstuhlfahrern gesprochen. Und dann haben wir jetzt einen. Moment, gut, dann komm mal rein hier. Dann komm mal ran hier auf den Meter. Wieso soll ich denn die Fahrerkabine verlassen? Alter, Dead Bart. Wie war das? Man schweigt und genießt, Andi, ne? Ne, Andrea. Och, Junge. Ey. Dieser Typ, ne? Ey, so mitten im Nichts steigt der einfach, will der einfach wieder aussteigen. Weißt du, steckt gerade ein und geht dann direkt wieder raus. Ja, Kronk, so ist es, ne? So, und Endstation. Und C94. So, aber wir steigen jetzt einmal hier als Dingens rein. So, wir haben 429.000 Leute. Davon würde ich aber sagen, machen wir einmal als Gelenkbus. So, und da werden wir uns jetzt mal hier nochmal eine schöne große Route erstellen. Der jetzt nur in Greenwood hier fährt. 1, 2, 3, 4. Warum nicht? Okay. 1, 2. Ah, I see, I see, I see. Wir können also nicht einfach hier so und so viele. Ah, I see, I see, I see, I see. Okay. So, das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal hier unsere. Wir müssen hier unsere Dingens verbessern. Unsere Routen hier. Damit wir hier Dinges machen, ne? Ja, hi. Haha, ist keiner drin, du bist so lustig. So. Hä, Oma, wie fährst du denn? Aber du weißt schon, auf welcher Route du fahren sollst. Du weißt schon, dass du hier. Zu geil. Ja gut, okay Leute, dann würde ich ja trotzdem sagen, kaufen wir uns einmal noch einen neuen. Warte mal, Depot ist nicht Händler. Ah, hier unten haben wir auch noch einen. Ich suche aber jetzt nochmal hier einen. Ah, hier haben wir noch einen. Hey, nicht mehr so spät essen.
So, und zwar brauchen wir ein Schlenki. Wir könnten uns natürlich mal so einen hier kaufen. Aber ich kann es auch mal einen MAN Schlenki kaufen. Aber der hat natürlich, der kostet noch ein bisschen. Kaufen wir uns den hier. Oh, schöner Schlinky. Ach ja, und die Türen alle zu. Ja, und wenn du Hunger hast, natürlich weiß ich das. So, schaffen wir es unfallfrei? So, und Ding ist erfüllt. So, wir fahren jetzt einmal noch zur Lackiererei. Hey, lieb's deinem Chat. So, ihr kennt sie da. Hauptfarbe, Akzentfarbe. Wird immer Zeit für die Vollbeklebung hier. Und hier klatschen wir auch nochmal schöne Chinatown-Werbung drauf. Kommt, was soll das? So, die Innenausstattung wird mal hier schön blau und blau. Damit die Leute, die auch blau sind, natürlich immer was zu tun haben. So, das hier wird dann unsere Route 10. Ne, Moment, Route 9? Route 9? Ne, Route 9 wird es. Entschuldigung. Ne, Quatsch, das hier wird. Das hier wird Route 8. Schlenki. Ach Leute, ihr seid so gut. So, machen wir hier noch alles und dann haben wir es dann auch geschafft für heute. So, wir lassen einmal hier, ne? Die Route 8 kommt weg. Route 8 Schlinky wird hier fahren, Vollzeitbus. Und dann gehen wir nochmal auf den Kollegen hier. Und zwar Mercedes, so. So, und dann kommt hier der Name und dann kommt aus Route 8, Route 9, die wir noch nicht erstellt haben. Gut, Leute. Dann gucken wir mal. Oh, hier sieht aber, hier muss ich echt sagen, sieht schön aus. Ja, du bist immer lieb. Das muss ich jetzt sagen. Nein, ist auch so. So, Udo, dann fahr mal. Hallo? Willst du nicht losfahren? Das ist, glaube ich, auch unser erster MAN-Schlinky, den wir hier haben, ne? Na gut. Okay, Leute, dann war es das für heute vom Stream. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Für die Leute auf YouTube, lasst gerne Kommentare da und ja, sagt mir, wie ihr die Routen findet, wie ihr die Busse bisher findet. Und ja, wir sehen uns
im nächsten Stream und im nächsten Part wieder. Bis dahin, habt einen schönen Abend. Ciao, euer Fury. Und hey, seid lieb im Chat.